Ahem. Leg dich nie mit einem Marine an. Warum hast du Vollidiot nicht danach noch ihr geholfen? Ah! Ich komme in Frieden. Beweg dich ja nicht. Bist du allein? Hat es noch jemand geschafft? Es ging alles so schnell. Jetzt gibt's nur noch uns beide. Nur dich und mich. Das ist ja großartig. Ja, dann geh einfach. Ich will dir wirklich nichts Böses. Ich schwör's. Ach was. Ich bin der mit der Knarre. Willst du Ärger? Sagt der Ami mit der Knarre. Dein Freund meinte, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das stimmt nicht immer, aber wir überleben nur, wenn wir zusammen kämpfen. Das Schwert und der Schild. Bisschen arg geschwollen. Aber gut. Finde deine Verbündeten, bleib auf der Hut vor Gefahren, durchsuche die Ruinen. Wie finde deine Verbündeten? Ich denke, die sind jetzt alle tot. Ja, ich glaube, hinter mir ist sowieso nichts. Moment, ich habe doch Licht. Wenn du auch nur versuchst, mich zu verarschen, ich schwöre dir, den Versuch überlebst du nicht. Junge, du bist derjenige mit der Knarre, nicht ich. Denkst du, Marines machen mir Angst? Was haben wir denn hier? Sieht wie die einzige Chance aus. Einer hält das Tor auf, der andere schlüpft durch. Los! Alles okay? Was glaubst du denn? Es ist blockiert. Ich muss einen anderen Weg finden. Natürlich. Hier geht es durch. Aber ich muss meine Seite freiräumen. Mach schnell. Sie könnten überall sein. Hast du eine Idee, womit wir es zu tun haben? Vampire. Das sind Vampire. Unmöglich. Mein Vater sagte, wenn es nach Scheiße aussieht und nach Scheiße riecht, musst du es nicht auch noch probieren. Glaub mir, das sind Vampire. Wir müssen zusammenarbeiten, um sie zu besiegen. Ja. Sieht langsam wirklich so aus. Geh durch! Danke. Dreh dich doch mal in die richtige Richtung. Hallo, da oben so. Nein, du sollst dich hochgucken. Oh, ist das dein Ernst? Hallo. Wieso kann ich die nicht drehen?
Junge. Ah, jetzt dreht er sich. Jetzt, wo ich das... Was wirst du als erstes tun? Ich muss es nicht verstehen. Hier rausschaffen. Meinen Sohn umarmen. Sieht aus wie Minotaur irgendwie. Okay. Ritualtafel. Ist tot. Ich war bei ihr. Okay, also die waren anscheinend auch, ja, infiziert oder wie auch immer. 21 Uhr. Etwas Schreckliches ist geschehen. Als ich bei meiner Frau saß, bemerkte ich etwas in ihrer Hand. Lady Bradshaws Brosche. Sie muss sie abgerissen haben, als sie nach ihr schlug. Ich drehte die Brosche um und stellte fest, dass sie aussah wie die Kreaturen, die wir aus den Kokons geborgen hatten. Waren das die Dämonen, von denen Mary gesprochen hatte? Hatte Bradshaw die ganze Zeit über gewusst, was wir hier unten finden würden? Dann bewegte sich Marys Leichnam. Aber es war nicht meine Frau. Etwas Unmenschliches hatte von ihr Besitz ergriffen. Er sprang mich an. Und nur die Gitterstäbe der Zelle retteten mich vor seiner Raserei. Ja, haben wir schon selber erlebt. Du wirkst eigentlich ganz in Ordnung. Also sag es mir. Warum hast du für Saddam gekämpft? Wir hatten keine Wahl. Ja, komme ich hier nicht runter? Dein Freund Nick. Ich mag ihn. Er war nett zu mir. Glück gehabt. In einer anderen Situation hätte er dich gekillt. Ich guck mal eben, ob da auch noch irgendwas ist. Okay, ich kann da nicht gucken gehen, weil ich nicht durchkomme. Was bedeuten die Symbole auf deiner Mütze? Um die Toten zu ehren. Deshalb kämpfe ich. Ein Grund ist wie der andere. Es ist ein guter Grund. Der einzige Grund. Ich habe kein Problem mit dir. Dann hast du wohl irgendwas verpasst. Also, es gab mal einen Mann, der baute sein Haus am Flussufer. Als die Flut kam, spülte sie die Wände weg. Als die Dürre kam, trocknete der Fluss aus und er hatte Durst. Insekten stachen den Mann andauernd. Aber jede Nacht sagte er seiner Frau, wir haben so viel Fisch. Dein Volk wollte diesen Krieg, Jason. Du solltest einfach mal die Klappe halten. Na ja, klar. Jetzt auch. Okay.
Das hätte auch ins Auge gehen können. Oder daneben. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Hallo, Licht. Ach so, das sind diese. Ich dachte schon. Ist da noch irgendwas am Blinken? Nee. Da ist was am Blinken. Ist wohl eine Krankenstation. Könnte nützlich sein. Wenn du 60 Jahre altes Dynamit einpacken willst, dann bitte. Ja, das könnte die Krankenstation sein. Hier gibt's doch Chemiewaffen, oder? Immer wenn du was Kluges sagst, sagst du gleich danach was Dummes. Sag ich jetzt mal nicht so. Okay, das ist die Statue, die wir auch schon gesehen haben. Autopsienotizen. Große Mengen Blut im Magen. Autopsie der Blutprobe zeigt hohe Adrenalindichte. Ernährt sich der Organismus von Angst? Jagt Opfer Angst ein? Adrenalin wird ausgeschüttet. Angriffe? Okay. Aber das ist ja jetzt wieder das Gegenteil von dieser Vampirgeschichte eigentlich, ne? Die brauchen ja kein Adrenalin. Krankengeschichte, Mary, Temperaturpuls, Patientin bewusstlos und so weiter und so fort. Wird immer schwächer, Bewegung unter der Haut, ja. Ach, da hatte ich noch was Blinken gesehen, genau. Willst du einen Witz hören? Nein. Das war jetzt alles? Er sagt einfach nur nein? Im Lager herrschte Chaos. Arbeiter werden vermisst. Ich kann mir schon denken. 1. Januar 1947. 1 Uhr. Der Saboteur hat wieder zugeschlagen und uns hier eingeschlossen. Wir sind gefangen mit diesen Kreaturen. Ihr Kreischen ertönt von überall her aus der Dunkelheit. Crow hat sein Maschinengewehr geladen und zielt in Richtung der Katakomben. Mary hatte recht. Wir können das, was nicht lebt, nicht bekämpfen. Uns bleibt nur noch eine Wahl. Wir müssen den gesamten verdammten Tempel über ihn einstürzen lassen, auch wenn das bedeutet, dass wir mit ihnen hier begraben werden. Sie dürfen nicht von hier entkommen. Ja, sowas Ähnliches habe ich mir auch schon gedacht, dass die das vermutlich irgendwann vorhaben. Habe ich eigentlich dran gedacht... Gehst du mir aus dem Weg, Junge. Weg da. Los. Habe ich eigentlich schon dran gedacht, Hat sich die Frau etwa rausgegraben? Höhlen. Was immer da unten ist, die Forscher waren zuerst da. Warte mal kurz. Was machst du da? Denkst du, sie leben noch? Das lässt hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
deine Frau? Da kennt man jemanden all die Jahre und kennt ihn doch nicht. Ich wusste nicht, dass er verheiratet ist. Ist das das Arschloch von vorhin? Er hat's nicht geschafft. Ist okay für mich. Ein Bösewicht weniger. Es kommt der Tag, an dem du dein Verhalten bereuen wirst. Ich bereue nichts. Ganz schöne Wundertüte hier. Was hältst du davon? Sowas habe ich noch nie gesehen. Siehst du das Aufzugskabel? Sie müssen runtergegangen sein. Aber wohl nicht mehr nach oben. Die Seilwinde sieht gut aus. Nein. Nein? Wir gehen da nicht runter. Die Archäologen saßen da fest. Was sagt ihr das? Wir sind keine Archäologen? Unsere Welt ist da oben und nicht da unten. Tja, eine Monsterarmee steht zwischen uns und da oben. Sie kommen. Starte es. Du spinnst. Vampire kommen garantiert von da unten. Willst du sie auf ihrem Boden bekämpfen? Das habe ich, seit ich in diesem Land angekommen bin. Bring den Aufzug zum Laufen. Ein uraltes Grauen wurde aus seinem Schlaf erweckt und giert jetzt nach Blut. Wie viele die Schatten wohl verschlungen haben. Eine kehrt zum Licht zurück, des anderen Licht verlischt. Armer Eric. Zu dumm, aber immerhin hat Eric dem Tod schon einmal ein Schnippchen geschlagen. Vielleicht hat ihn der Tod nun eingeholt. Hoffen wir mal, dass Sergeant Kay nichts Bedauerliches ereilt hat. Wen der Abgrund verschlingt, kann selten davon berichten. Und Jason und Salim, Erzfeinde, die das Kriegsbeil nicht begraben können. Außer das Beil ist im Rücken vergraben. Ich möchte ja kein schlechter Gastgeber sein, aber die Zeit arbeitet gegen uns. Ich warte dann hier, um ihre geretteten Schützlinge zu begrüßen oder um ihre Überreste zu vergraben.